Hallo aus der Fohlenwelt. Ich stehe hier vor der Sonderausstellung Berlin, Berlin. Wir waren in Berlin anlässlich des Pokalsiegs 1995, aber hier gehe ich jetzt nicht allein durch, sondern mit euch und mit Kaste. Tag. Servus. Servus, genau. Schön, dass du da bist. Wir stehen hier vor einem legendären Bild. Da muss ich direkt fragen, ich habe es letztens das erste Mal gesehen. Ich wusste es gar nicht, du hast das Trikot des Gegners an. Ja, ich habe damals schon versucht, weiterzudenken wie alle anderen, aber bis heute kam nichts vom VW. Hast du Ärger gekriegt mit Rolli Rüssmann? Da war jeder so froh, dass wir endlich mal was gewonnen haben, dass es wurscht war, was du da angehabt hast. Komm, gehen wir mal rein. Ja. Das ist die Sonderausstellung. Und hier die Wand, wo so ein bisschen dokumentiert ist, euer Weg nach Berlin. Was hast du da für Erinnerungen dran? Ich kann mich noch an das verrückte Spiel zu Hause am Birkelberg erinnern gegen Mainz. Da ging es hin und her und ich weiß nicht, ich glaube, keiner hat an dem Tag Bock gehabt zu verteidigen. Ich glaube, es ging 6-4 aus. Ja. Peter Wienhoff hat, glaube ich, 1-2 Tore gemacht. Also ein verrücktes Spiel. Ja, ich war im Stadion als Fan und das war wirklich ein Wahnsinnsspiel. Und danach gab es eine Fanfreundschaft zwischen Mainz und Gladbach. Ja, ein paar Jahre, genau. Wahnsinn. Ja, im Hintergrund läuft gerade das Finale, aber wir gucken uns mal das Bild vorm Finale an. Hier, was für eine Mannschaft. Ja, war eine schöne Zeit. Aber du hast eben gesagt, 8 Versager dabei. Ne? Aber natürlich spielst du darauf an, 1992 haben 8 von denen schon gespielt, als ihr gegen Hannover im Finale verloren habt. Ja, wir galten natürlich als Topfavorit und haben uns dann riesig blamiert und haben sie von allen Seiten richtig auf die Fresse gekriegt. Also er war ein trauriges Berlin und natürlich Feier abgesagt, alles war am Arsch. Zum Schluss mussten wir uns noch bei den Fans dann entschuldigen, als wir wieder zurück waren und war schon bitter. Aber war das entscheidend dafür, dass ihr da vielleicht ein bisschen fokussierter sogar noch reingegangen seid? Nein, wir waren damals so stark zu dem Zeitpunkt. Wir waren in der Bundesliga gut drauf, wir waren im Pokal, haben wir alles weggehauen, was kam. Und da war uns klar, dass uns das nicht nochmal passiert, dass wir das Finale verlieren. Da waren wir einfach, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wir hatten eine Top-Truppe, also eine Supermannschaft. Und ich glaube, von der ersten Minute an war uns klar, dass wir das Ding holen diesmal. Ihr habt ja in dieser Saison Viererkette gespielt, wobei Bernd Kraus letztens nochmal in einem Podcast, den es auch demnächst gibt, gesagt hat, naja, der Neuner und der Kaste, die waren eigentlich immer auf dem Weg nach vorne. Eigentlich war es eine Zweierkette mit Patrick Anders und Michael Klinker. Ja, da mag er schon recht haben, aber im Endeffekt hat es ihm ja taugt, so wie der Neuner und ich gespielt haben. Also für mich war ja immer klar, der Neuner hat es ja nicht ganz so übertrieben wie ich manchmal, aber für mich war immer klar, Tore vorbereiten und schießen ist für mich Fußball und nicht hinten stehen und warten und verteidigen. Habe ich mal angeguckt, Kaste in seiner Zeit 40 vorbereitet, 40 selbst geschossen als rechter Verteidiger, also absoluter Wahnsinn. Und Wahnsinn ist auch die Ausstellung, schaut euch das Bild mal an und schaut in die Gesichter. Also da sehe ich Entschlossenheit auf jeden Fall. Und entschlossen wart ihr ja dann auch im Finale, hast du eben angekündigt und das Ergebnis sagt es auch. Aber was ging dir während des Spiels so durch den Kopf? Eigentlich gar nichts. Also im Endeffekt ging das Spiel los und wir wollten so schnell wie möglich, glaube ich, in Führung gehen. Also es ist zwar hin und her geplätschert, das Spiel am Anfang so ein bisschen. Aber ich glaube, der Knackpunkt, oder für uns das Positive, der Knackpunkt war, wie ich das Tor von Martin Dahlin vorbereite mit dem langen Ball und der haut ihn gleich rein. Super Tor mit der Brust so genommen und aus der Drehung rein. Ich glaube, dann wusstest du endgültig, jetzt haben wir es, glaube ich. Da war für euch klar, okay, das also, da war es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das zweite oder dritte machen. Habt ihr dann auch gemacht? Ich glaube, ich habe das Spiel ein paar Mal angeschaut, ich glaube, wir sind auch nicht ernsthaft hinten irgendwie unter Druck geraten oder so. Also, nee, seid ihr nicht. war relativ klar. Also, habe ich es richtig in Erinnerung. Ab wann fängt man dann auf dem Platz innerlich schon an zu feiern? Ich glaube, du schaust innerhalb des Spiels, du bist schon noch konzentriert, aber du schielst schon mal auf die Tribüne, was da alles los ist und so. Und wenn du schon mal dort warst, wie gesagt, was wir vorher schon gesagt haben, was wir verloren haben, und dieses Mal geht das ja halt andersrum aus, dann denkst du dir schon, oh, mal kurz so nach einer halben Stunde, oh, diesmal ist die Feier hundertprozentig. Diesmal ist die Feier hundertprozentig. Komm, wir gehen mal zur Feier. So, die Feier fing dann schon im Olympiastadion an eigentlich, ne? Ja, sicherlich. Bis wir in der Kabine haben wir ein bisschen was zum Trinken gehabt, aber das war, glaube ich, nicht viel da. Und das hat dann ewig gedauert. Ich weiß gar nicht, ob noch Dopingkontrolle war oder so.
Auf jeden Fall, das hat sich rauszögert und rauszögert und bis du dann einmal rauskommst und in den Bus und dann hat das ja auch noch gedauert, dann sind wir glaube ich mit dem Pokal, einige sind oben aufs Dach geklettert, da war so eine Luke, die konntest du aufmachen. Und bis wir dann ins Hotel kamen, verging wieder ewige Zeit und dann ging's, oder wollten wir ins Hotel rein. Und dann war es Schwarzschule, glaube ich, vor der Tür. Stimmt. Das ZDF hat euch erstmal abgefangen und vom Feiern abgehalten, eigentlich, kann man sagen. Ne? Ja, das hat sich dann auch noch mal auszögert und so. Gut, das gehört dazu, kein Problem, haben wir ja alles gemacht. Nur irgendwann wurde es mir dann zu langweilig und der Hals war schon trocken. Und dann habe ich irgendwann das Mikrofon geschnappt und dann habe ich, glaube ich, irgendwie gefragt, ob es noch eine Frage gibt oder so und dann brechen wir das Ding ab. Ja, genau. Ich glaube, Kaster hat das Ding abgebrochen, hat gesagt, so, ich gehe jetzt noch ein Bier trinken und dann geht es mir noch ein bisschen besser. Also ihr seht gut auch, aus auf den Fotos. Schaut euch das an in der Sonderausstellung. Es gibt eigentlich, wie spät war es da? Ich glaube, das war der nächste Morgen. Ah, okay. Stimmt, der nächste Morgen. Die Feier war ja zweigeteilt. In Mönchengladbach ging es weiter. Das sehen wir da. Ja, und dann in Mönchengladbach Party Teil 2 mit Autokorso und tausenden von Menschen auf dem Alten Markt, ihr auf dem Rathausbalkon. Eigentlich war alles ein bisschen zu klein, ne? Ja, im Nachhinein sagt man das natürlich, wenn man die Bilder sieht, dass die am Straßenrand teilweise in 5, 6, 7, 8er Reihen gestanden sind, so wie es eigentlich normal nur beim Karneval ist. Das war schon der Wahnsinn. Und wenn du oben am Rathaus gestanden bist, ich habe das Glück gehabt, dass ich mit Bayern zweimal die Meisterschaft geholt habe da und war auf dem Marienplatz oben. Das war schon viel, aber was hier in Gladbach der Fall war, das war unfassbar. Unglaublich, und das liegt natürlich auch an euch, an Borussia-Fans, an den Fohlen-Fans. Und natürlich gibt es ja auch einen Raum extra für euch und wie ihr das damals erlebt habt. Also es lohnt sich definitiv, in die Sonderausstellung und auch in die Fohlen-Welt zu kommen. Kaste war da, dafür vielen, vielen Dank. Und bitte, ihr kommt vielleicht rein, wenn ihr noch nicht hier wart, würden wir uns sehr freuen. Danke, tschüss und ole ole. Ciao. Thank you.